Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. Und zwar geht es um das bevorstehende Beschwörungsevent, was ich euch schon gesagt hatte, was in den nächsten Tagen wahrscheinlich kommen wird. Und da gibt es jetzt ein paar mehr Infos. Und zwar wird es ein Beschwörungsevent ab Freitag geben. Das wurde jetzt im Eventbereich getriggert ab 21.07. Und zwar gibt es auf die Geisterbeschwörung und auf die Götterbeschwörung eine doppelte Chance, einen epischen Champion zu bekommen und einen designierten, das wären die sein mit den besonderen Bonus, Fraktionsbonus und so weiter, gibt es sogar die zehnfache Chance, na, die zu bekommen. Also ganz normales Zweifach-Chance-Event, aber auch auf blaue, also auf die seltenen Splitter und, oder Kristalle und nicht bloß auf die legendären. Das wird, denke ich mal, 4-5 Tage gehen. Ich werde dazu definitiv ein Opening-Video machen. Ich habe jetzt 27 angesammelt schon, beziehungsweise habe ich ja noch 4000 Kristalle, 880 braucht man für eine 10er-Beschwörung. Ja, ein paar Tage ist noch Zeit bis Freitag, ich denke mal, ich kriege 100 Beschwörungen insgesamt bestimmt hin, und die Götterbeschwörung habe ich eine aktuell bekommen, also Beschwörungskristall, wo man definitiv ein 4-Sterne Monster bekommt und mit Glück halt doppelte Chance dann einen legendären. Ja, wie gesagt, Freitag geht's los, das wollte ich euch eigentlich nur noch mal mitteilen. Das startet ja mit dem Event, mit dem Server-Event hier, wo ihr halt, wie es hier steht, die stets Beschwörungsmeister führe Beschwörung durch, um Event-Meilensteine zu erreichen. Das heißt, umso mehr Beschwörung ihr macht, umso mehr bekommt ihr an Belohnungen, Meilensteine. Also spart euch die Kristalle, wenn ihr Bock habt, aber das müsste man ja mehr kommunizieren dann im Discord, können wir auch gerne ein Opening machen. Das heißt, so wie ich es früher mal bei Raid Shadow Legends gemacht habe, ihr gebt mir eure Account-Daten. Ich mache bei euch die Beschwörung live im Stream und dann könnt ihr den Account wieder zurückhaben und könnt gerne das Passwort ändern etc. Ich brauche die Accounts nicht, aber das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht damals, und ich werde wahrscheinlich, muss ich gucken, ob ich Freitag Zeit habe, den 21. einen Livestream machen auf Twitch, wo ich dann das Opening auch durchführen werde und hoffentlich einen guten legendären Champion bekomme. Ja, gut, das war's eigentlich zu dem Video. Ein kurzes, knappes Video zum Beschwörungsevent. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock drauf wie ich und spart jetzt, um nachher hoffentlich was Gutes zu bekommen. Gut, würde ich sagen, wie immer, gerne auf mein Discord, damit wir mehr kommunizieren können, oder sich für eine Gilde von mir bewerben. Die erste Gilde ist mittlerweile voll, aber die zweite ist noch genug Platz. Und würde ich sagen, wie immer, sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.